Leute, ich bin's wieder. Ich wollte euch sagen, dass ich heute bei der Boris Becker Finca bin, wie ihr vielleicht im Hintergrund schon sehen könnt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rein und dann zeige ich euch mal ein bisschen. So, ich bin jetzt durch das Tor gekommen und jetzt stehe ich direkt vor dem Haupthaus. Und auf der anderen Seite ist sogar noch ein anderes Haus von dem Boris Becker. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt gut genug hört. Also, ich bin jetzt drinne und oh mein Gott, das sieht hier einfach so eklig aus. Guckt euch das mal bitte an. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Raum hier ist. Aber es ist auf jeden Fall riesengroß. Da ist ein Ofen, ein Schrank mit irgendwas drin. Und es ist einfach so eklig hier. Und da stinkt hier drin. Oh Mann, oh Mann. Aber die Säule glitzert. Das ist cool. Na gut, ich gehe jetzt mal weiter in die nächsten Räume. Hier liegen noch alles voll Klamotten. Oh Gott. Oh, ein Spiegel. So, hier ist, glaube ich, die Küche. Es ist auf jeden Fall super dunkel hier. Die Küche ist eigentlich ganz schön, wenn ich mal ehrlich sein darf. Aber das hier drin ist echt nicht auszuhalten, ne? Was ist das hier für ein Tisch? Keine Ahnung. Ich will auch nicht großartig was anfassen. Nicht, dass da noch irgendwelche Kakerlaken oder so rauskommen. So, das ist hier das Badezimmer. Ich will hier gar nicht rein. Ich drehe mal die Kamera. Das ist das Badezimmer. Da das Klo. Ist das eklig. Hier ist noch eine kleine Abstellkammer. Mit einem Brief. Und ja, wie man sieht, ist es ganz schön verfallen hier alles. Jetzt hier oben in dem oberen Bereich. Und das sieht hier eklig aus. Hier wurde alles kaputt gemacht. Der Tisch wurde komplett kaputt gemacht. Hier ist das Schlafzimmer. Mit einem Himmelbett. Hier haben sie alles einfach ausgeräumt, weggemacht. Hier ist ein begehbarer Kleiderschrank gewesen. Haben sie auch alles rausgeräumt. Die Klamotten liegen alle jetzt unten. Und hier ist noch das andere Badezimmer, das große, mit Dusche. Oh Gott, sieht das hier eklig aus. Und ja. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Und mir ist aufgefallen, dass ich gar keinen Schluss gedreht habe. Ich wollte nur noch sagen, das war jetzt das Video von der Boris Becker Finca und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder sonstiges habt für mich, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für heute und ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!